Was war das gestern Abend für ein emotionales Ereignis? Da zitterten die Unterkiefer, Tränen flossen und unzählige Fists und High Fives wurden gegeben. Nach bangen Minuten ist die Marssonde InSight auf dem roten Planeten gelandet. Und der Hammer, viele von euch und ich sind jetzt mit dabei auf unserem nächsten Planeten. Wie das und was sind die ersten Signale vom Lander? Jetzt in Klicks um Science Fiction. Hier gibt's täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Ehrlich gesagt, jetzt habe ich Gänsehaut. Ich gehöre zu den ersten Menschen auf dem Mars. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere daran, für diesen 7-monatigen Flug zu unserem nächsten Planeten konnte man sich registrieren und bekam ein Ticket. Ich hatte damals den Link gepostet. Wer von euch ist also gestern auch mit auf dem Mars gelandet? Schreibt es in die Kommentare. Wir alle, beziehungsweise unsere Namen, sind auf einem Mikrochip an Bord der Sonde gespeichert. Und so sind wir gestern mit erfolgreich auf dem Mars gelandet. Die erste erfolgreiche Landung seit 6 Jahren und die 8. Landung überhaupt. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Das war wirklich gestern richtig emotional. Die Spannung war zum Zerreißen und nach zahlreichen Zwischenstatusmeldungen gab es schließlich den erfolgreichen Touchdown und wenige Minuten später das erste Foto. 7 Minuten dauerte die Landung nur. Mit einer Geschwindigkeit von 19.800 Kilometern pro Stunde tauchte die Sonne in die dünne Marsatmosphäre ein, erhitzte sich dabei auf 1500 Grad Celsius und verlor rapide an Geschwindigkeit, bis schließlich die Bremsfallschirme gezündet wurden. Wir auf der Erde haben das alles 8 Minuten später erfahren, denn so lange dauert es, bis Licht vom Mars zu uns und auch jedes andere Funksignal bei uns landet. Und weitere 8 Minuten später kam das erste Bild zu uns. Der Marshorizont ist hinter einer Menge an Dreck zu erkennen. Noch war der Staubschutz nicht entfernt. Der wurde erst nach einiger Zeit abgesprengt, nachdem sich der Staub, der durch die Landung aufgewirbelt worden war, gelegt hatte. Und so sah es dann aus. Dass die Bilder so schnell zu uns gelangt waren, verdanken wir 2 Mars Cube One Satelliten, die die Daten viel schneller aus dem Mars Orbit zur Erde senden können als der Mars Reconnaissance Orbiter. Über diese Minisatelliten gelangten die ersten Bilder sehr schnell zur Erde. Gestartet waren diese beiden Minisatelliten zusammen mit dem InSight Lander am 5. Mai 2018 von der Vandenberg Launch Site in Kalifornien. Der InSight Lander wird sich zum ersten Mal mit einem vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gebauten Schlagbohrer bis zu 5 Meter in den Marsboden bohren. Dieser Maulwurf ist Teil des HP3-Experiments an Bord. Dieses Heat Flow and Physical Properties Package soll den Wärmefluss des Mars messen und damit Rückschlüsse auf die Entwicklung des Mars ermöglichen. Professor Tillmann Spohn, Projektleiter beim DLR dazu: Im Prinzip sind das zwar einfache Messungen, aber in der Ausführung sind sie kompliziert. Der Maulwurf des DLR wird Temperatursensoren Zentimeter für Zentimeter in den Marsboden bringen. Heizelemente werden dann den Boden aufheizen und Sensoren den Wärmefluss messen. Getestet wurde dies unter anderem am DLR-Institut für Raumfahrtsysteme in einer meterhohen, mit Sand gefüllten Röhre. Ein Radiometer am Instrument überwacht zudem die Temperatur der Oberfläche am Landeplatz. Aus beiden Datensätzen, der Messung an der Oberfläche und dem Inneren, können die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dann auf den Wärmefluss des Planeten schließen. Zitat: Aus diesen Erkenntnissen lernen wir dann auch mehr über die Entwicklung unserer Erde, so Professor Spohn. Eigentlich sollte die Mission schon im März 2016 starten, doch ein Vakuumleck am ersten Hauptexperiment, dem Seismometer, stoppte den Start. Mit ihm sollen Erdbeben, die Auswirkungen von Meteoriteneinschlägen und sonstige Bodenbewegungen gemessen werden, woraus Rückschlüsse auf den Aufbau des Mars geschlossen werden können. Wir können also schon bald erfahren, ob der Kern des Mars noch flüssig oder schon fest ist. Ja, wie immer werdet ihr es hier bei Klicksum als Erste erfahren, damit ihr kein Video verpasst. Abonniert am besten auch den englischen Kanal, das geht hier, denn auch dort gibt es immer mehr Videopremieren. Und darunter geht es weiter mit Mysterious Object in Our Galaxy, Milky Way Mystery. Ich freue mich auch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.